Willkommen zurück bei einer weiteren Folge Pokémon Purpur. In der letzten Folge haben wir tatsächlich die Arenaleiterin hier geklatscht. Und jetzt geht's einfach auch weiter. Auf der Karte steht ein Rotom. Ah. Naja, egal. Es geht weiter. Raus aus der Stadt, aus dieser wundervollen. Rein ins nächste Abenteuer. Da geht es wohl wieder um ein Herrscher-Pokémon. Hier liegt ein Item. Hä? Habe ich das wirklich übersehen? Ich weiß nicht. So. Super Stadt. Super Gegend. Super Arena-Kampf. Alles super. Hier ist alles super. einfach mal heilen. Weil ich Bock drauf habe. So. Ja, mit dem Training müssen wir uns absolut zurückhalten, weil wir sind eh schon zu stark, ehrlich gesagt. So. Und raus hier. Huch. Ab geht's. Hier jetzt durch östliche Zone 2 zum nächsten Herrscher-Pokémon. Oder? Das ist doch ein Herrscher-Pokémon. Yes. Stahlherrscherorden. Unbestätigte Informationen zum Herrscher des verborgenen Stahls. Im Bergwerk der östlichen Zone 3 kommt es vermehrt zu Erdrutschen. Die Arbeiter dort munkeln, dass sich etwas Riesiges in der Erde bewegt, das möglicherweise der Herrscher sein könnte. Es ist Vorsicht geboten. Huch, was zum Fischarsch. Das dürfte ich aber ohne Probleme packen mit meinem Knabon. Hoffentlich. Heute zum halben Preis. Wer hat noch nicht? Wer will noch mal kämpfen? Gerne. Da bin ich dabei. Hehe, ich verteile gerade Niederlagen zum halben Preis. Hast du Interesse? Ich verteile Niederlagen zum vollen Preis. Hast du Bock? Hast du? Frag Runz. Finde ich nicht so schön, das Pokémon. Ein bisschen süß, aber ich finde es... Ja, weißt du, wie ich meine? Brauche ich nicht unbedingt. Aha, ich sehe mein Pokémon fast nicht. Luftschwade, ich... Warum? Och nee. Ja, gut. Mal sehen. Pamomamo. Oh, ist auch sehr effektiv. Juckt mich nicht. Kamera ist gerade richtig Müll. Machen wir so. So, Armstoß. Auf geht's. Oh, wow. Ey, was soll denn das? Aha. Haben wir es schon geschafft? Noch ein Fragrons. Wie viele Pokémon hat er? Die meisten haben irgendwie zwei. Oh, süß, das ist das andere. Ah ja, passt. Level 23. Jo, das war's. Das Balancing ist super interessant. Wir sind halt 20 Level drüber. Und trotzdem brauchen wir mehrere Angriffe, bis ein Pokémon down ist. Super faszinierend. Level 44. Es erlernt Nahkampf. Das ist schon geil, aber genau, senkt Verteidigung und Spezialverteidigung des Anwenders. Das ist halt echt ein bisschen, ja, nicht so geil, ne? Lassen wir das mal vorerst. So. Das kam mich teuer zu stehen. So teuer auch wieder nicht, die 1000 Dollar da. Ah ja, faszinierende Pokémon. Sputen wir uns mal ein bisschen. Jo, was haben wir hier? Ah ja, super interessant. Ah ja, hier sind dann so die Minen und so, ne? Oh, ein Voltoball. Aha, okay. Ein Kupfanti. Können ja mal wieder ein Pokémon fangen. Kupfanti, das müsste Stahl sein auch, oder? So korrekt. Upsi.
Das ist ein bisschen besiegt, oder? Upsi. Naja, gut, passt schon. Okay, okay, okay. Da liegt ein Item. Wie komme ich rein? Da, so. Natürlich ist ja auch wieder ein Gierspenst. So, schauen wir mal. Wo ist es? Da oben ist es. Wie komme ich denn? Hey! Wie komme ich da hoch? Was ist das jetzt für ein Schmarrn? Wie komme ich... Okay, dann... Egal. Na nun, mein Pokémon hat sich entwickelt. Echt, lass mal sehen. Du kommst gerade richtig. Mein frisch entwickeltes Pokémon hungert nach einem Sieg. Meins auch. Meins ist leider noch nicht entwickelt. Alberto. Garados. Oh. Verstehe. Schaffen wir das? Was sagst du? Nachtnebel. Ja, das geht. Lake. Oh, shit. Oh, es geht ja noch. Okay, nochmal Nachtnebel. Perfekt. Perfekt. Cool. Oh, ist doch zu lang. Es hat sich gerade erst entwickelt. Woher soll es denn wissen, wie es richtig kämpft? Weiß nicht. Gar nicht. So, was ist hier unten? Das ist ja echt auch eine interessante Gegend auf jeden Fall. Huch. Komm, mach jetzt hinne. Genauigkeit. Hier ist ein Gespenst. Ein Dickter. Ein Item. Ein Finsterball. Nice. Nehme ich. Heißbrocken. Auch gut. Ich höre doch schon wieder ein Gespenst, weiß aber nicht, wo es ist. Wahrscheinlich wieder über mir oder so. Hier ist wieder so ein Korallenvieh. Hier ist wieder ein Salanga-Dings da. Okay. Nach was wird denn hier gegraben? Ah ja, ein Dickdreh, auch cool. Mehrere Dickdreh. Müssen wir nicht irgendwie in die Mine davor? Ich weiß nicht. Was haben wir denn? 7 Minuten. Schaffen wir den Herrscher? Wir machen jetzt einfach den Herrscher. So ist es nämlich. Auf geht's! Da sind wir ja auch schon. Hi Gecko, irgendwo in diesem Bergwerk soll sich der Herrscher des verborgenen Stahls befinden. Gerüchten zufolge ist er unglaublich groß und super lang. Stahlos? So ein riesiges Pokémon sollte doch eigentlich leicht zu finden sein. Ich frage mich, wo und wie es sich versteckt. Vielleicht ist es ja so richtig schnell. In dem Fall wäre es vielleicht besser, mit einem Reit-Pokémon die Verfolgung aufzunehmen. Danke für den Tipp. Feuerstein. So. Hart wie Stahl. Okay. Ja, eine ganze Kupfanti-Horde. Alles klar. Ja. Super Trank. Hier kann ich... Nicht hoch, warum nicht? Bro, please. Okay. Das Gute ist, wir bekommen ja dann nochmal eine Fähigkeit danach für Miraidon. Ach, egal, okay. Hier ruckelt, schmuckelt es. Boah, oh, krass. Okay. Und jetzt ging ihn... Nein, das verbraucht nur Zeit jetzt. Ich möchte mal direkt in die Höhle gehen. Ich möchte auch mal direkt speichern, ehrlich gesagt. Oh, Moment. Heilen. Und speichern. Danke. Und auf geht's. So, dann mal sehen. Okay, Finsterball. My boy, please. Okay, verstehe. Oh Gott, was war das für ein Ruckler jetzt? Also hier ist es schon mal nicht. Aber wir sind da, ne? Nee, sind wir nicht. Es ist einfach da vorne noch. Okay, gut, dann. Entschuldigung. Aha. Wo ist das Stahlherrscher-Pokémon? Hier sind viele Höhlen. Wo könnte es sich verstecken? Welche Höhle müssen wir passieren?
passierte Tomaten. Uja. Hallo? Och, wieder Pokebälle, die nicht... Oh Gott. Bitte, bitte fix das. Bitte. Das ist dumm. Das ist einfach dumm. So. Wir müssen sowieso wieder hoch. Och. Hier ist einfach nichts. Okay. Ja, wie komme ich weiter hoch? Boah, bewegt nicht die Kamera, wenn ihr so schnell unterwegs seid. Die kommt einfach nicht mit. So, hier was drin irgendwie? Ich sehe wieder einen Scheißdreck. Hey, hier ist ja gar nichts. Ah, da könnte man theoretisch hoch. Oh, Alter, Hilfe. Oh Gott. Oh nee, jetzt, oder? Alles klar. Aua. Ach komm. So, Feierabend. Oh Gott, nein. Oh, oh Gott. Oh my freaking fucking. Ja, das ist ja toll. Okay, der erste Hard-Clip-Bug. Aber ja klar, du wirst ja hier zurückgestoßen, wenn du hier kämpfst. Dann klippst du natürlich in die Wand. Oh Gott, das ist blöd. Okay, das wird zum ersten Mal passiert. Wir müssen weiter hoch. Noch viel weiter hoch. Komm schon. Wo ist das Herrscher-Pokémon? Wo ist es? Komm schon. Boah, Alter, die Cam-Euder, bitte. Junge, Junge, Junge. Ah, ich glaube, ich habe es gefunden. Entweder ist es jetzt oben. Oder rechts in der Höhle da gerade. So. Nassbrocken. Oh. Okay, ein Turm. Wieder so ein Zelda-Tower, Alter. Ah, da unten ist es ja. Was bist du denn? Okay, einfach ein Wurm. Aha. Hi, was geht? Aha, verstehe. Das war's, oder wie? Aha. Ein Regenwurm-Pokémon einfach. Das ist ja lustig. Das ist ja voll süß. Schlu! Das ist immer noch irgendwie süß. Das ist ja super interessant. Schlurm. Schlurm. Herrscher des verborgenen Stahls. Ja, dann auf geht's, oder? Jo. Nitro-Ladung auf jeden Fall. Aua. Wir wissen nicht, welches Level es hat, aber es macht nichts. Ah. Okay. Okay, das ist ja ein Klacks wieder. Flammensturm. Das hat gesessen. Ach ja, das war's ja schon wieder. Stimmt. Ach ja. Okay. Tschüss. Das ist schon niedlich. Das ist ja ein interessantes Pokémon. Habe ich auch noch nicht gesehen. Ja, das war's, ne? Krass. Ja, finde den Herrscher. Ja, kein Problem. Miraidon, auf geht's. So, ab in die Höhle. Warte mal. Komm, wir heilen das mal, ne? Okay. Wo hast du dich durchgefressen, ne? Wo bist du? So. Ah ja, da ist es ja wieder. Natürlich ist es hier. Das dachte ich mir schon. Hey du! Okay, wir müssen es verfolgen. Hab dich. Was? Jetzt ist es da drüben. Aha.
Wir haben dich. Puff! Wir sind futuristischer Wurm einfach. Aber ja, so ein Pokémon hatten wir halt auch noch nicht. Das Herrscher-Pokémon Schlurm frisst etwas. Da ist Pepper wieder natürlich. Gecko, du hast das Herrscher-Pokémon echt eingeholt. Das ist also der Herrscher des verborgenen Stahls? Der ist ja echt unnormal lang. Die Nährstoffe in dem Gewürz scheinen ihm den gehörigen Energieschub verpasst zu haben. Tun wir uns zusammen, Gecko. Natürlich, wie immer, ne? Alter, was zum Fick? Junge, übertreib mal nicht, was ist denn jetzt los? Alter Falter. So, Terrakristallisierung, auf geht's. Größe spielt keine Rolle, mit meinem Tentaka werde ich einen würzigen Sieg zusammenkochen. Okay. Ich habe das Gefühl, das Gewürz, das wir finden, ist scharf. Weiß nicht warum. Okay, los geht's. Boah, der Schrei. Die Schreie sind echt cool. Nitro-Ladung. Batz. Ah ja. Weiter so. Ja, ja. So, Initiative steigt. Perfekt. Superschall. Ah. Gut. Boah, Riesenküken. Ja. Natürlich. Jetzt zu guter Letzt Flammensturm. Oh, das trifft den Tiger. Naja, egal. Boom. Das war's. Oh, Tentakel ist auch tot. Naja, passiert nicht, wa? Das ist vielleicht dann doch nicht so gut in dem Raid, oder? Hm. Das war's. Na, schön, dass das alles in so eine Folge reinpasst. Nice. Es geht einfach Schlag auf Schlag. Erst Arena-Orden, jetzt nochmal Herrscher. Als nächstes direkt nochmal Team Star. Ja, Schlurm ist erstmal durch. Du besiegst das Herrscher-Pokémon Schlurm. Voll gut gemacht, Knabon. Es ist so ein cooles Pokémon. Freue mich echt, wenn es sich entwickelt. Level 44. Aber dazu müssten wir erst in diesen einen Ort gelangen. So, erstmal hier die Höhle. Gute Arbeit, Gecko. Danke. Ich hätte übrigens nicht erwartet, dass das Herrscher-Pokémon so ein drolliges, rundes Gesicht hat. Ich auch nicht. Ist echt süß, ja. So. Da drin sollte noch mehr von dem Geheimgewürz sein, das es vorhin vernascht hat. Lass uns schnell nachschauen, bevor es zurückkommt. Absolut. Ganz deiner Meinung. So. Ach, schön. Da sind wir wieder. Wo ist es denn? Komm schon, zeig dich. Gefunden auf otto.de. Oi. Hä? Okay. Nach was schmeckt es? Aha, gefunden. Hallöchen, liebes Gewürz. Stängel salzig. Oh, okay, das ergibt auch so. Ja, ist aber auch gut. Salziges. Diese Farbe, das Gewürz sieht aus, als würde es scheußlich schmecken. Ja, das heißt bestimmt, dass es gut für die Gesundheit ist. Ja. Mal sehen, was das Buch dazu sagt. Salziges Geheimgewürz lindert Schmerzen und Taubheit in den Gliedmaßen. Oh, dann wird das Hunde-Pokémon bestimmt wieder laufen können. Anscheinend hilft es auch gegen den Schwund von Muskelkraft. Dann geht's sofort ans Essen machen. Yeah, lecker. Haben wir uns verdient. Sorry, dass du warten musstest. Hier hast du ein super gesundes Sandwich, damit du mir auch bei Kräften bleibst. Lass es dir schmecken und bewundere dabei diesen Herrscherorden. Er ist ein Zeichen unserer Freundschaft. Pepper ist sympathisch geworden. Machen wir natürlich auch wieder ein Foto. Schön. Cool. Jo, da bin ich jetzt gespannt, wie es hier weitergeht. Das ist so eine schöne Geschichte hier. Na, Miraidon, ich hab dich schon vermisst. Hier, nimm ein Stück. Komm raus, Mastifioso, es gibt Essen. Ja,
Hier, bitteschön, mein Großer. Es wird dir gut tun. Aber schön vorsichtig. Oha, du scheinst ja richtig Appetit zu haben. Yeah. Und? Was kann es? Hochsprung. Wir können höher springen scheinbar. Das ist auch geil. Natürlich. So langsam scheint es seine alten Kräfte wieder zu erlangen. Aber trotzdem sieht es nicht so aus, als würde es bald wieder seine Kampfform annehmen, was? Körperlich scheint es ja fit zu sein. Vielleicht hält es eine geistige Blockade davon ab. Wie meinst du das? Ich spreche von einer seelischen Wunde. Wie heißt das noch gleich? Trauma? Davon habe ich mal in dem Buch gelesen. Ja, es wird auf jeden Fall was erlebt haben, nicht wahr? Sonst wäre es ja nicht wahrscheinlich aus dem Schlund geflohen im Intro und ohnmächtig am Strand gelandet. Vielleicht hat es Angst zu kämpfen, weil es mal bei einem Kampf eine schlimme Erfahrung gemacht hat. Ja, genau. Aber bestimmt wird es sich irgendwann komplett erholen, genau wie Mastifioso. Wie sieht's aus, Mastifioso? Wirkt das Gewürz schon? Was? Oh, tut mir leid. Ich kann nicht jedes Mal erwarten, dass es dir gleich besser geht. Nicht jedes Gewürz zeigt sofortige Wirkung. Oh, so. Ach, alles okay. Mach dir keine Sorgen. Gag und ich sehen schon zu, dass wir dich wieder fit bekommen. Das letzte Gewürz, das noch fehlt, kann ja nur der Bringer sein. Ja, ganz bestimmt ist es das. Mach dir keine Sorgen, das bekommen wir schon alles hin. Gecko, das nächste Ziel ist das Ende unserer Gewürzsuche. Geben wir im Endspurt nochmal alles. Los, los, los! Auf jeden Fall, das kriegen wir hin. Was? Na, ich mag diese Story. Die gefällt mir ja fast am besten eigentlich. Ja, die ist wunderschön. Der Professor wieder. Hallo Gecko, hier spricht Futurus. Miraidon scheint erneut einen Teil seiner ursprünglichen Kraft wieder erlangt zu haben. Offenbar kann es jetzt noch höher springen, wenn du den B-Knopf drückst, während du auf ihm reitest. Hältst du den B-Knopf gedrückt, kann Miraidon nun noch höher springen als gewöhnlich. Wenn du den B-Knopf nur kurz drückst, macht es einen kleinen Sprung. Cool. Ich vertraue darauf, dass du dich auch weiterhin gut um Miraidon kümmerst. Wie immer, natürlich. Ah, schön. Ja, das war ja cool. Da ist ein Kindwurm. Das snacke ich mir aber sofort. Hallo, Kindwurm. So, ach, komm direkt Flottball raus. Hoffentlich klappt's. Komm schon. Natürlich nicht. Wegen warum auch immer. Gabon hat schon nur 100 KP. Sehr gut. Nachtnebel. Okay, perfekt. Oh, es ist weiblich. Das Kindwurm. Okay, pass auf. Na gut, Hyperball. Was soll's. Komm schon. Komm schon, Kindwurm, ich möchte dich. Geht das wieder los? Komm schon. Oh nein, jetzt habe ich es angegriffen. Ich voll Honk. Okay, vorbei. Egal, dann fange ich es mir mal offscreen. Naja, gut. Aber da hinten ist so ein Wurmi, das wir gerade als Herrscher bekämpft haben. Hops! Jetzt ist es geflohen, I guess? Jo. Verdammt, komm raus aus dem Boden. Komm schon. Nein, Nebulak, verpiss dich. Verpiss dich! Verpiss dich! Verpiss dich! Komm, wir machen jetzt Schleichi-Schleichi an den Wurmi. Nein! Was ist denn jetzt? Hier klappt gar nichts mehr. Das Einzige, was klappt, ist, die Folge zu beenden. Wir sind ja schon durch, ne? Ihr Lieben, das war's mit dieser Herrscher-Folge. Voll cool. Als nächstes geht es... Oh ja, nach Pinchores. Das ist unser nächstes Ziel. Ja. Und dann haben wir hier schon wieder Straße der Sterne. Wahnsinn. So schnell geht's. Wir haben auch schon 5 Orden. Ja. Läuft, würde ich sagen, oder?
ihr Lieben, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Da geht's nach Pinchores. Vielen lieben Dank fürs dabei gewesen sein bei dieser wundervollen Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Und ja, was haltet ihr von diesem Wurmherrscher? Und was haltet ihr überhaupt von dieser Herrscher-Story? Ich finde sie voll toll. Schreibt mir das gerne in die Kommis. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Danke, tschüss, euer Gecko.